Guten Tag, liebe Zuschauer. Hier ist das Motodrom in Hockenheim mit den letzten Läufen zur Motorradweltmeisterschaft 1982. Schnell vorweg, das Wetter ist hervorragend. Das ist ja nicht selbstverständlich um diese Jahreszeit. Es wird ein Motorradfestival geben hier auf der Strecke und darum herum. 100.000 Zuschauer sind hier. Seit 10 Tagen sind alle Sitzplätze ausverkauft. 70.000 Sitzplätze also im Vorverkauf schon weg und hier ist jeder Platz besetzt. Was Sie sehen, sind die Startvorbereitungen zum Rennen der Klasse bis 250 Kubik. Trotz einer langen Saison werden die Entscheidungen um den Weltmeistertitel in 3 Klassen heute beim letzten Rennen des Jahres fallen. Wir wollen dabei sein und die Entscheidungen verfolgen, zumal die Rennen, in denen die Weltmeister noch nicht feststehen, gerade aus deutscher Sicht besonders interessant zu werden versprechen. Ganz im Mittelpunkt wird dieser Mann stehen, Toni Mang aus Inning am Ammersee. Mang ist Doppelweltmeister in den Klassen bis 250 und bis 350 Kubik. Er hat diese Weltmeisterschaften im letzten Jahr ganz souverän gewonnen und er hat die Möglichkeit, seine Titel heute in beiden Klassen zu verteidigen, wobei die Chancen für ihn unterschiedlich gut sind. Es ist auch noch offen der Kampf um die Weltmeisterschaft in der Seitenwagenklasse. Wir hoffen, dass wir den Schluss davon live in unsere Sendung bekommen. Hier hat das deutsche Gespann von Werner Schwärzel und Andreas Huber die Chance, erstmals Weltmeister zu werden. Es wird noch eine ganze Weile dauern, 10 Minuten schätze ich, bis die 250er-Maschinen vom Start gelassen werden. Ich glaube, wir zeigen Ihnen mal ein bisschen Hockenheim und Hockenheimer Geschichte. Natürlich durch die Rennbrille gesehen. Hockenheim liegt in der Rhein-Neckar-Ecke bei Heidelberg und Motorsport war ja nicht immer so, wie er heute ist. Irgendwann im 8. Jahrhundert ist hier einmal einer hocken geblieben und hat sich mit Frau und Kind niedergelassen. 769 wird der Name Ochhinein, das spätere Hockenheim, zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Von entfesselten Zweirädern war noch keine Rede. Auch dann noch nicht, als Großherzog Friedrich I. von Baden 1895 das Dorf Hockenheim zur Stadt erhob. Das sind frühe, teilweise nur noch seitenverkehrt vorhandene Fernsehaufnahmen vom Mai 1956. Es sind 500 Kubikzentimeter Motorräder. Das Fernsehen war damals jung, die Rennen in Hockenheim jedoch schon alt. Seit 1932, als der Hockenheimring gegründet wurde, erzeugen hier Motoren ihre dröhnende Sinfonie. Und die unentwegt großen Zuschauermengen bringen damals wie heute der Stadt zusätzlichen wirtschaftlichen Nutzen. Den besonderen Beifall der Motorradfans haben immer die Seitenwagen gefunden. Nicht zuletzt wegen der artistisch anmutenden Körperbeherrschung der Beiwagenfahrer. Wir sind im Mai 1960. Den Ehrenkranz erhalten Helmut Fahrt und sein Co-Pilot. Natürlich gab es auch Rennwagen in Hockenheim. Diese fast künstlerisch wirkende Archivaufnahme, mit dem Teleobjektiv gedreht, zeigt Formel Juniorwagen, heute Formel 2 genannt. Unfälle erscheinen dabei wie akrobatische Kunststücke. Hier ist jedenfalls nicht viel passiert. Die katholische Kirche im Neobarock und das gegenüberliegende evangelische Gotteshaus verraten eine wohlhabende Gemeinde. Man denkt an Spargel. Seit gut 100 Jahren schon baut man in Hockenheim Spargel an. Aber zurück zu den Motoren. Von 1963 bis 1965 mussten sich die Hockenheimer an ihren eigenen Kurven erfreuen. Die Rennstrecke wurde umgebaut. Als 1968 Jim Clark hier tödlich verunglückte, wurde der Wald, der vorher bis an die Rennstrecke heranreichte, so weit abgeholzt, dass er den Fahrern nicht mehr zum Verhängnis werden konnte. Heute gilt Hockenheim als eine der sichersten Rennstrecken der Welt. Auf einem Rennwagen der Formel 2 hatte Dieter Braun gelegentlich ein Gastspiel gegeben. Doch seine großen Erfolge errang er auf dem Zweirad. Hier sieht man den mehrmaligen Weltmeister auf seiner Yamaha ins Ziel brausen.
Unbestrittener Star der 80er Jahre aber wurde dann Toni Mann. Erleben wir nochmals eine packende Szene von 1980. Manns großer Kontrahent John Eckerold scheidet durch Unfall aus. In der Schlussphase des Rennens entspinnt sich ein neuer Zweikampf, als Jacques Cornu Toni Mann auf den Leib rückt. Doch dann zeigt der Doppelweltmeister, was er auf seiner Kawasaki zu leisten vermag und geht rasant mit 25 Sekunden Vorsprung durchs Ziel. Jetzt sind wir wieder zurück beim heutigen Rennen. Das wäre natürlich schön, wenn das für Toni Mang in der 350er-Klasse auch so laufen würde. In der 250er-Klasse reicht ein Sieg für ihn alleine nicht aus. Ich will Ihnen das mal anhand dieser Tafel verdeutlichen. Es wird auf einen Zweikampf hinauslaufen zwischen diesen zwei Piloten. Kein anderer Fahrer kann an die Punktezahl dieser beiden noch herankommen. Erster ist Tornadre, der hat in den bisherigen Läufen, 11 Läufen, 110 Punkte sammeln können. Zweiter Toni Mang mit 102 Punkten insgesamt. Und hier ist aufgeführt, wie die Punkte in einem Rennen verteilt werden unterhalb dieses Strichs. Für den ersten Platz gibt es also 15 Punkte, für den zweiten 12, für den dritten 10 und so weiter. Und für den letzten, also den 10., gibt es noch einen Weltmeisterschaftspunkt. Das ist der letzte, der noch einen Weltmeisterschaftspunkt erhält. Wenn wir also davon ausgehen, dass heute in der 250er-Klasse Toni Mang gewinnen würde, dann bekäme er 15 Punkte dazu. Das wären insgesamt dann 117 Punkte für ihn. Und dann mal der vierte Platz für Tornadre, ich sage das mit Absicht, der vierte Platz, das gäbe 8 Punkte für Tornadre, gibt insgesamt 118 Punkte. Also ein vierter Platz würde Tornadre schon reichen, um Weltmeister zu werden. Wenn Mang nur Zweiter wird, dann wird die Situation für ihn natürlich noch ein bisschen schlechter. Dann reicht dem Franzosen schon ein sechster Platz. Neben mir sitzt Dieter Braun. Er war der letzte Weltmeister der 250 Kubikzentimeter Klasse vor Toni Mang, und zwar 1973 war das. Er wird mit mir ein bisschen zusammen kommentieren. Er war nicht nur der Vorgänger von Toni Mang, sondern er war auch sowas wie sein Lehrmeister. Die Chancen für Toni Mang, Weltmeister zu werden in der 250 Kubikzentimeter Klasse, stehen wohl nicht sonderlich gut heute. Das ist richtig, denn Tornadre ist ein sehr zuverlässiger Fahrer, der bislang jedes Mal gepunktet hat. Er war allerdings noch nicht in Hockenheim. Hockenheim hat seine eigenen Gesetze, weil die Luft sehr sauerstoffhaltig ist. Gehen die Maschinen oftmals fest. Das wäre eigentlich fast die einzige Chance für ihn. Das ist richtig. Momentan sieht es so aus. Der Start der Klasse bis 250 Kubik müsste jetzt unmittelbar bevorstehen. Hier noch einmal der Weltmeisterschaftsstand der ersten 5 vor dem letzten entscheidenden Rennen. Sie sehen, mit dem Münchner Martin Wimmer auf Rang 4 gehört ein weiterer Deutscher zu den weltbesten Fahrern dieser Klasse, aber dazu gleich ein Wort später. Ja, wir hätten es ausgesehen. Sie wissen, dass 12. Nur 12. nach dem Training. Das ist Jean-Louis Tornadre aus Clermont-Ferrand. Der junge Mann war in dieser Saison die Zuverlässigkeit in Person. Es ist gar nicht verwunderlich, dass er so weit hinten steht. Das war schon einige Male so. In jedem der 11 Grand Prix dieser Saison holte er Punkte, kam immer ins Ziel. In 8 von diesen 11 Rennen war er Dritter oder besser. Warum sollte er dann ausgerechnet heute hinter den 4. Rang abrutschen? Und erster Trainingsschnellster, überzeugend, das war Toni Mang. Seine Zeit 2 Minuten 20,24 Sekunden, das ist ein Stundenmittel von 174,2 Kilometer in der Stunde. Mang mit der Belastung im Grunde auf alle Fälle gewinnen zu müssen, wenn er auch nur einen Hauch einer Chance haben will, seinen Titel zu verteidigen. Und Pech, es scheint sich einiges gegen ihn verschworen zu haben. Martin Wimmer aus München war im Training 5. und er fiel in der Warm-up-Runde aus. Er kann also nicht starten, er kann nicht für Toni Mang fahren, sich vielleicht zwischen Mang und Tornadre schieben, um dem Franzosen Punkte abzunehmen.
In der ersten Startreihe neben Mang noch der Franzose Christian Estrosi mit der Nummer 17, mit der 11 Thierry Espier, ebenfalls ein Franzose. Und ganz links fehlt Didier de Radiges, ebenfalls ein starker Mann, der Tournadre hätte schlagen können. Ein guter Platz 8 für Manfred Hervey aus Lampertheim, Platz 12, wie gesagt, für Tournadre. Weitere Deutsche in der fünften Startreihe, Thomas Gressel und Johann Clement. 10 Sekunden. Mang ist im Sattel, aber die beiden Franzosen kommen besser weg. Mang in der Startkurve, nur Sechster. Dieter Braun, die erste Runde. Was geht da in den Fahrern vor? Worauf kommt es an? Jeder muss versuchen, jetzt noch eine günstige Position zu erreichen. Die erste Runde, glaube ich, hauptsächlich für Toni Mang, muss man die Nerven bewahren, denn es ist hier nicht wie im Formel 1, dass einer, der an der Spitze ist, schon mal einen großen Vorteil hat, weil es schwer zu überholen ist. In der ersten Runde entscheidet sich praktisch gar nichts. Mang Sechster. Tournadre haben wir nicht gesehen, aber es ist nicht anzunehmen, dass er gleich ganz mit vorne ist. Die Frage ist natürlich, was machen die Franzosen hier, Mang? Was machen die Franzosen? Espier, Estrosi, Fernandez, Valdé sind dabei. Helfen Sie, versuchen Sie Ihrem französischen Landsmann zu helfen. Versuchen Sie, Mang vorne zu bekämpfen. Oder lassen Sie, wenn Sie ihn nicht schlagen können, sich hinter Tournadre zurückfallen. Die 17. Christian Estrosi in Front. Die Sechsergruppe schon etwas abgesetzt. Das ist die zweite Schikane im Motodrom von Hockenheim. Mang versucht heranzukommen, hat schon einen Konkurrenten hinter sich gelassen, liegt jetzt an fünfter Position. Riesenjubel natürlich jetzt unter den Zuschauern, Anfeuerungsrufe. Toni Mang an der vierten Position. Erste Runde beendet. Mang ist Dritter. Estrosi, Fremont und dann Mang. Mang schon Dritter. Der Angriff des Schweizers Fremont auf Estrosi wurde abgewehrt. Mang, Sie sehen es, jetzt im Windschatten des Schweizers. Windschatten, Dieter Braun, das hilft, das bringt den Fahrer nach vorn. Man muss versuchen, dran zu bleiben. Das ist richtig, sofern die Übersetzung stimmt. Das heißt, wenn die Übersetzung so abgestimmt ist, dass der Fahrer, wenn er alleine fährt, voll ausdreht, dann kann er im Windschatten natürlich nicht noch Geschwindigkeit dazu gewinnen. Der Franzose Christian Estrosi vorn und Mang ist schon an der zweiten Stelle, hat Fremont, der hier in der Schikane etwas Schwierigkeiten hatte, überrunden können. Mit der Nummer 45 in Schwierigkeiten Ikeda Tasuda, ein Japaner auf einer Yamaha. Ostkurve, Mang Zweiter. Und außen versucht er vorbeizugehen. Greift Estrosi außen an in der Ostkurve und geht vorbei. Tempo 180 ungefähr hier in der Ostkurve. Natürlich schwer außen vorüberzugehen. Die Reifen müssen sehr gut haften. Der dritte Gang ist es, der hier gefahren wird. Und Dritter, zurückgefallen. Mit der 14 vorn, Christian Saron, ebenfalls ein Franzose. Die Franzosen machen Jagd auf Toni Mang. Die zwei
350 Kubikzentimeter Maschinen haben. Zwei Zylinder und sechs Gänge. Mang, Eingangsmotodrom wieder vorbei. Wieder in Front. Die Fünfergruppe dicht beisammen. Mang in Front, Estrosi mit der 3 Fremont. Es sieht aus, als könnte sich Mang etwas absetzen. Eine Verfolgergruppe und hier an siebter Position Tornadre. Man kann die Führung behaupten, aber Estrosi ist dran. Der Überholvorgang in der Ostkurve war vorhin vielleicht doch etwas zu tollkühn. Ausgangs fiel ihm vielleicht die Drehzahl etwas herunter und er musste wieder Estrosi vorbeiziehen lassen. So wie hier. Was ist passiert, Dieter Braun? Warum wechselt die Führung immer wieder? Ich glaube, dass Toni Mang auf der Geraden nicht unbedingt das schnellste Motorrad hat. Es ist zu sehen, dass er in der Ostkurve und auch in den Schikanen, genau wie hier im Motodrom, immer etwas gut macht. Deswegen hat er, glaube ich, vorhin die Führung genau übernommen, als es ins Motodrom reinging. Hier war Tornadre an der Spitze dieser Verfolgergruppe. Er ist in der Zwischenzeit also Sechster. Aber der Abstand ist schon ganz beträchtlich. Das wäre gut für Toni Mang. Denn Tornadre muss Vierter werden in diesem Rennen, will er den Weltmeistertitel von Toni Mang übernehmen. Die Vier an der Spitze, 11 kommt als Erster ins Motodrom, 11 Thierry Espier, ein Franzose. Die 250er leisten zwischen 60, knapp 70 PS. Die Spitze, die mit diesen Motorrädern erreicht werden kann, liegt etwa bei 260 Kilometer in der Stunde. Mang an zweiter Position. Und hier der Abstand auf die Verfolger. Mit der 40 vor Tornadre, das ist Manfred Herwe aus Lampertheim, ein junger Mann, der sich gut in Szene gesetzt hat bei nationalen Rennen in diesem Jahr. Das wäre natürlich toll, wenn er Toni Mang unterstützen könnte, die Rolle von Martin Wimmer übernehmen könnte, die Martin Wimmer vielleicht gar nicht hätte spielen können, denn die Schwierigkeit für ihn wäre gewesen, dass Tornadre auf dem gleichen Motorrad ins Rennen geht, wie er selbst fährt, also auf einer Yamaha, und da hätte es unter Umständen gewisse Schwierigkeiten innerhalb des Stalles, des Rennstalles geben können. Spannend der Kampf an der Spitze, Toni Mang jetzt wieder in zweiter Position. Klar ist, er muss gewinnen, denn wenn er nur Zweiter wird, dann reicht Tornadre ein sechster Platz, und das ist natürlich ungünstig, denn diesen sechsten Platz, den kann er im Moment halten, den könnte er bekommen. Mang lässt etwas länger stehen vor der Schikane und geht wieder in Front. Anfahrt aufs Motodrom, die 11, Thierry Espier,
Mang dahinter, weit neben der Maschine in der Sachskurve. Innen zieht er vorbei, übernimmt wieder die Führung. Es müsste ihm irgendwie gelingen, mal wegzukommen, aber wahrscheinlich ist es so, wie Sie sagen, dass ihm in der Endgeschwindigkeit ein paar PS fehlen. Das ist wahrscheinlich, hat er in der Beschleunigung eventuell auf das Motorrad auf gute Beschleunigung abgestimmt und verliert deswegen auf den langen Geraden etwas am Boden. Aber das kommt ihm natürlich wieder zugute, wenn er beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve ein paar Zentimeter, ein paar Meter klauen kann. Tornadre ebenfalls in Schwierigkeiten. Er kann die Spitzenposition in dieser Verfolgergruppe nicht halten, ist auf den 9. Rang zurückgefallen und vorn, Sie sehen an dieser Gruppe Manfred Herbier aus Lampertheim, der, wie ich sagte, in der deutschen Meisterschaft eine gute Rolle spielt und dem nachgesagt wird, dass er ein Motorrad hat, das besonders auf den eckigen Kursen der deutschen Meisterschaft gut zur Geltung kommt. Aber hier auf den langen Geraden Hockenheims setzt er sich ebenfalls gut in Szene. Die vier in Front. Der fünfte Fahrer dahinter, das ist der Schweizer Fremont, schon etwas abgesetzt. Fremont ist das. Sie sehen, der Abstand der vier Führenden auf Fremont und auch auf die Verfolgergruppe doch schon ganz erheblich. Wieder der Zweikampf, Mang gegen Espier vor der Schikane. Mit der 14 in dieser Gruppe dabei, der Italiener Paolo Ferretti. Mang mit der Nummer 1 auf der grünen Kawasaki. Er schafft es einfach nicht wegzukommen. Der erste Platz ist, solange er nicht einigen Abstand zwischen sich und seine Konkurrenten bekommt, in Gefahr. Und der zweite Platz, das gibt ihm keine Sicherheit. Darauf kann er nicht hoffen. Denn wenn er nur Zweiter wird, bedeutet das, dass auch Tornadre gleich zwei Plätze weiter hinten landen kann. Hier die Verfolgergruppe. Der Abstand in etwa 500-600 Meter zu den vier Führenden. Manfred Herwe unmittelbar vor Tornadre. Tornadre hier mit der Nummer 7 auf der Kawasaki. Tornadre ist Privatfahrer. Er fährt eine Production Racer, wie das heißt. Ein Rennmotorrad, das käuflich zu erwerben ist. Etwa 25.000 Mark kosten. Er ist natürlich vom Material her etwas im Nachteil, aber er fuhr, wie gesagt, diese Saison so zuverlässig und meistens kam er in den letzten Runden eines Rennens immer wieder nach vorn und belegte zweite und dritte Plätze und konnte so die WM-Führung ergattern. Mitentscheidend für Toni Mang, dass er hier heute noch beim letzten Rennen um den Weltmeistertitel kämpfen muss, ist auch, dass er beim ersten Rennen dieser Saison im südfranzösischen Nogaro mit einigen anderen Motorradstars zusammen streikte. Man wollte demonstrieren für bessere Sicherheitsbedingungen und für bessere Bedingungen im Fahrerlager, entschloss sich nicht zu fahren, Mang fuhr nicht. Tornadre fuhr und gewann in diesem Rennen sein einziges Rennen dieser Saison. Ein Fahrer gestürzt. Hier liegt der Tank. Er ist in Ordnung. Winkt den Zuschauern zu. Der Italiener Ferretti jetzt vor Toni Mang. Und Mang versucht es wieder.
Er ist eigentlich kein tollkühner Fahrer, nicht der Typ des draufgängerischen Fahrens. Normalerweise kalkuliert er sein Risiko, aber er steht unter Druck, er weiß das ganz genau. Er möchte hier wegkommen. Er möchte Abstand gewinnen aus dieser Vierergruppe. Noch einmal diese Situation. Eingangs der Zielgeraden. Innen schiebt sich Mang hinein. Nicht ungefährlich die Situation, Dieter Braun. Es ist immer sehr gefährlich, hier im Motodrom zu überholen. Es ist so angelegt, dass es innerhalb weniger Runden gelernt werden kann, auch von Fahrern, die noch nie hier waren. Die können im Motodrom relativ schnell gut fahren. Schwieriger ist es in der Ostkurve und in den Schikanen, aber Toni Mang macht Boden gut, wo immer er kann. Er nutzt seinen Heimvorteil zusammen mit seinem Fahrkönnen und mit der perfekten Straßenlage seiner Maschine weitgehend aus, aber die langen Geraden sorgen immer wieder für einen entsprechenden Ausgleich. Reicht das schon, der Abstand, den die beiden Ferretti und Mang jetzt in der Ostkurve haben, um den Windschatten für die anderen beiden Estrosi und Espier abreißen zu lassen? Nein, ich denke nicht, das ist etwas zu wenig. Der geringste Fehler oder wenn sie sich einfädeln und ganz klein wenig Schwierigkeiten haben, wer zuerst darf, dann kann es sein, dass die anderen zwei wieder aufgeschlossen haben. Schön zu sehen, immer vor der zweiten Schikane, das Aufrichten beider Fahrer, um die Bremswirkung zu verstärken, den Fahrtwind auszunützen. Es ist doch nicht so schön das Wetter, wie ich es Ihnen eingangs geschildert habe. In der Zwischenzeit hat es sich etwas bewölkt und es geht sogar leichter Nieselregen nieder. Die Fahrer werden aufpassen müssen. Sobald es jetzt zu regnen beginnen sollte, kann sich natürlich ganz schnell innerhalb weniger Runden alles total ändern. Sieben Runden sind in der Zwischenzeit gefahren. Die Reihenfolge ist also Mang, dann Ferretti, dann Estrosi und Espier, Fremont und im Moment wieder Tournadre auf dem siebten Rang. Wenn es so bleiben würde, wäre natürlich Toni Mang Weltmeister. Tournadre an Fremont vorbei. Tournadre in der Zwischenzeit auf Rang 5. Und der Platz 4 ist in greifbarer Nähe, unmittelbar vor ihm. Christian Estrosi. Ein Franzose, ein Landsmann von Tournadre, nur noch 15 Meter entfernt. Das kann die entscheidende Phase um die Weltmeisterschaft sein. Estrosi unmittelbar vor Tournadre. Estrosi schaut sich um. Fünf Runden noch zu fahren in diesem Rennen und Tournadre geht in der auf der Zielgeraden an die vierte Position. Tournadre schaut sich um und wartet, wo bleibt die Unterstützung, denn hinter ihm ist ein Deutscher. Die 40, Manfred Herwe aus Lampertheim. Er könnte das Zünglein an der Waage hier sein, wenn er es schafft, Tournadre zu schlagen. Und da geht er vorbei. Da geht er vorbei und übernimmt die vierte Position. Wenn das so weitergeht, dann kann Herwe dazu helfen, dass Mang in diesem Jahr Weltmeister wird in der 250 Kubikzentimeter Klasse. Da fällt einer der Konkurrenten aus. Es ist Thierry Espier, der sein Motorrad hier abstellen muss. Wahrscheinlich der Motor festgegangen. Dieter Braun, es kommt wieder. Ja, wahrscheinlich ist der Motor festgegangen. Es kann sein, dass er wieder läuft, aber er wird natürlich nicht mehr jetzt in den Spitzenkampf eingreifen können. Das könnte natürlich die Entscheidung insgesamt bedeuten, denn jetzt hat auch Manfred Herwe keine Chance, wenn es vorne nur noch zwei Motorräder sind. Dann rückt Tournadre unter Umständen sogar auf den dritten Platz vor.
Toni Mange ist hier unmittelbar vor der letzten Runde. Für ihn, er hat etwas Abstand zwischen sich und seine oder seinen Verfolger bringen können. Denn dabei, wenn man überhaupt noch so sagen darf, ist nur noch der Italiener Paolo Ferretti. Er liegt jetzt ungefähr 200 bis 300 Meter zurück. Wenn Mang keinen technischen Defekt mehr hat, dann ist ihm der Sieg in diesem Rennen nicht mehr zu nehmen. Er schaut sich um. Vielleicht weiß er, was passiert ist. Denn offensichtlich wird ihm hier die Weltmeisterschaft 1982 geklaut. Auch der Franzose Estrosi hat sich zurückfallen lassen, hat offensichtlich auf einer der Geraden hinten im Wald einen Defekt simuliert und hat sich eingereiht hinter Tornadre. Tornadre jetzt mit deutlichem Abstand auf der dritten Position. Das reicht ihm natürlich zur Weltmeisterschaft. Manfred Herwe wird hier in die Zange genommen von den beiden Franzosen, hat keine Chance heranzukommen. Dennoch eine großartige Leistung des Lampertheimers mit seiner selbst getunten Yamaha. Er hat alles versucht, um Toni Mang hier in diesem Rennen zu unterstützen. Der klar Beste hier war Toni Mang auf der Kawasaki. Das wird ein deutlicher Sieg für ihn werden. Und Sie sehen hier, wie Espier und Estrosi, obwohl sie nicht demselben Stall angehören, die Konkurrenz abschirmen, Tornadre fahren lassen. Mit der 3 der Schweizer Fremont, der nicht mehr eingreifen kann. Ja, das ist natürlich bitter, sicher für Toni Mang auf diese Weise den Weltmeistertitel zu verlieren. Wo hat er Fehler gemacht, würde er sich sagen. Natürlich hätte ich vielleicht in Nogaro fahren sollen. Tornadre, kein großer Weltmeister in der 250er Klasse dieses Jahr. Dafür war er zu unauffällig über die ganze Saison. Nur einen Sieg, in dem der große Konkurrent nicht am Start war. Und hier Jubel im Motodrom für Toni Mang. Die letzten Meter für ihn. Er gewinnt hier deutlich diesen letzten Weltmeisterschaftslauf dieses Jahres. Aber er verliert die Weltmeisterschaft. Zweiter wird der Italiener Paolo Ferretti. Und hier haben wir im Bild den Gewinner dieses Rennens heute, den 23-jährigen Franzosen Jean-Louis Tornadre aus Clermont-Ferrand. Er ist der neue Weltmeister in der 250 Kubikzentimeter Klasse dieses Jahres. Riesen-Pfeifkonzert im Motodrom. Natürlich haben die sachkundigen und fachkundigen Fans gemerkt, was hier gespielt worden ist. Aber Mang hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, schon früher alles klar zu machen. Er hat auch Nerven bewiesen, zum Beispiel in Brünn vor 4 oder 5 Wochen, als er im Kampf gegen Tornadre bei leichtem Regen die falschen Reifen aufzog. Hier stehen die beiden beisammen. Mang gratuliert fair Tornadre. Und nun die Siegerehrung für die Klasse 250 Kubikzentimeter. Erster Mang. Toni Mang gewann dieses Rennen. Aber Sie sehen hier den Weltmeisterschaftsstand zum Schluss. Es reichte nur zum Vize-Weltmeister, zum zweiten Platz. Mit einem Punkt Vorsprung holte Tornadre mit dem vierten Platz 8 Punkte. Die Reihenfolge im Ziel war: erster Mang, dann zweiter der Italiener Ferretti. Dritter war Espier, der noch vor Tornadre ins Ziel kam, der offensichtlich sich nur zurückfallen ließ, um mal zu sehen, klappt das alles hinten, kommt der Tornadre auch zurecht. Und vierter dann Tornadre, das reichte ihm, um dieses Jahr Weltmeister zu werden.
Dieses Mal also kein Weltmeistertitel für Toni Mang, aber vielleicht läuft es in der 350 Kubikzentimeter Klasse besser. Zunächst einmal hat Helmar Spannenberger nach dem Rennen mit ihm gesprochen. Am Mann kann man sagen, dass der Ausfall von Radiges und Wimmer ihnen eigentlich den Sieg, die Weltmeisterschaft gestohlen hat? Das kann man hinterher leicht sagen, aber wer weiß, ob die nicht vor mir gewesen wären. Kann man sagen, es war doch eines ihrer härtesten Rennen in diesem Jahr, wenn man allein die Wechsel an der Spitze zählt. Ja, am Anfang habe ich auch ein bisschen langsam gemacht, bis ich wusste, was so im Feld passiert, was Tonadre macht. Und in den letzten 5 Runden habe ich dann alles dran gesetzt, wenigstens als Sieger durchs Ziel zu gehen. Hat Sie das Sepp Schlögl denn informiert, wie es hinter Ihnen zugeht? Sicherlich habe ich Boxensignale bekommen und wie er am 5. Platz war, dann haben die aufgehört, weil er lässt sich sicher nicht mehr überholen, wenn es um den Weltmeistertitel geht. Viel Glück zum nächsten Lauf. Ich gebe zurück zu Helmut G. Müller. Aber bevor er die 350 Kubik kommentiert, noch ein kleiner Film. Das sind Trainingsimpressionen, die wir gefilmt haben. Sepp Schlögl.